Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Kölle, wir haben heute ein Wunschkonzert und fahren mit Haverzi vom Clan 1PDN im UDES 14.5. Das ist der Achtermedium der Schweden. Und wir sind im Zug unterwegs mit Shadow Maus vom Clan 1PDN im EBR 75 FE10 Radpanzeraufklärer Premium-Fahrzeug. Was haben wir hier für einen? Wir haben hier den Beginn einer interessanten Fahrzeugserie. Wir haben ein hydraulisches Fahrwerk und wir haben eine recht dünne, aber angeschrägte Panzerung, die dafür sorgt, dass wenn man den Winkel immer richtig stellt, da eine ganze Menge dran hängen bleibt. Wir haben eine recht gute Kanone, 105 mm müssen glaube ich drauf sein, wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl, 360 Alpha-Schaden, 217 Durchschlag ist auf jeden Fall korrekt. Und mit Premium 253 Durchschlag bei 360 Alpha Schaden auf HE, 460 bei 53 Durchschlag. Das Fahrzeug hasst die Stadt und liebt die Hügel. Und hier kann man ja das Fahrzeug hervorragend in Stellung bringen, kann dem Panzer eine ganze Menge ja, Deckung bieten. Okay. Davon parkt jemand sein Caravan AX oben auf dem Berg. Das verstehe ich nicht so richtig. Naja. Erste Shell haben wir uns ja auch schon eingefangen. Lorraine 40 Tonnen. Gibt uns eine Kostprobe ihrer 100 mm Kanone. Für uns geht es hier weiter nach oben. EBR 75 vom Zugkollegen unterstützt da fleißig mit. Zieht dort den T42 auf seine Seite und geht dafür dann auch direkt raus. Jawohl, Kette gezogen. T42 kommt durch. Aber man muss ihn halt auch ordentlich aufstellen oder anstellen. Dann kommt er auch auf die oder zur Möglichkeit, seine Panzerung ins Spiel zu bringen. Das wird dann später auf dem UDES 16 auf Stufe 9 oder auf dem UDES 15-16 auf Stufe 10 noch ein bisschen interessanter, wenn man oben nur ganz kurz die Kanone ein bisschen rausschauen lassen kann. Und mit, ich glaube, 12 oder 13 Grad Gun Depression spielen kann, ist schon obergeil. Kette gezogen, Schaden gemacht am T44, der kann die Kette reparieren. UDES-03 kommt da hinterher. Das ist der TD aus dem Forschungsbaum auf Stufe 8. Lorraine 45, Lorraine 40 Tonnen schießt uns da. Ah, okay, da sind wir mal hängen geblieben. Schießt uns da den Motor kaputt und die Kette. Skorpion bleibt hängen. Wir reparieren die Kette. SDA bleibt ebenfalls hängen. Also es bleibt schon ein bisschen was hängen. Ne? So ist es nicht. Dass jetzt da jeder durchkommt. Dauert noch 3 Sekunden, dann können wir unsere Maschine reparieren und wieder vernünftig fahren. Zur Crew müssen wir vielleicht was sagen. Ist eigentlich eher eine Crew, die auf einem Autoloader gehört. Und wenn man es ganz genau nimmt, kann man die Crew auch auf einem Autoloader trainieren. Und das war es, das ist der Stritzwagen 42 auf Stufe 6, dieses Premium-Fahrzeug. Okay. Da habe ich zumindest meine Crew trainiert. Mehr oder weniger unwissentlich. Ich habe den Stritzwagen damals gekauft, um Autoloader fahren zu üben, weil ich nicht wusste, ob ich auf dem Weg zur Badget richtig bin. Und habe mir den dann zugelegt. Und habe da automatisch die Crew trainiert, die dann später auf meinem 15, 16 sitzen haben. Also war mehr oder weniger ungewollt. Und ich hatte da Glück, dass es da so ein Fahrzeug gegeben hat. Also nur einen Kommandanten, einen Richtschützen und einen Fahrer. Mehr gibt es ja nicht. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich für einen Einzelloader. So, gewisse Fahrzeuge waren hier noch nicht offen. Lorraine 40 Tonnen gehört da dazu. Und auch der Skorpion hat aktuell eine Kanone noch nicht so richtig raushängen lassen. Wir haben noch 369 HP, wir haben 1507 Schaden gemacht und 373 Schaden aufgeklärt. Nichts auf dem Blockkonto, aber es sind einige Schüsse hängen geblieben, habt ihr vorhin gesehen. SDA-2 mit mindestens zwei Schuss, die Lorraine mit einem Schuss und auch das Skorpion G ist mit einem Schuss hängen geblieben. Sehen wir, die Kratzer sieht. Vielleicht am Turm oder so.
oder irgendwo in der Kette, ich habe keine Ahnung. Einmal noch Bremen geschossen, dann geht es wieder mit Standardmunition weiter. Auch eher ungewöhnlich, beide Munitionssorten hier. APCR. SCR-1 holt sich da 409. Also Kanone kann auf jeden Fall was. 370 Schaden nochmal auf dem SCR-1, da er nicht rechtzeitig in Deckung fahren kann. Macht dann 2286 Schaden. 5 zu 8 steht es trotzdem. Hinten der Progetto ist allein auf weiter Flur. 1 und 2er Linie sind mehr oder weniger ihm überlassen. Der WZ wechselt, WZ-120 wechselt auf unsere Seite. Borask steht da oben recht gut dabei. Das heißt, der Progetto wird auf der linken Seite, ganz kurze Situationsaufnahme, wenn wir schon mal dabei sind. Progetto kann hier auf der Seite 1 und 2 oder auf der 3er Linie teilweise auch Licht machen. Hat eine gute Sichtweite, eine recht gute Mobilität. Borask und T-44 könnten hier aus dem Hinterhalt Richtung SDA und Even 90 schießen und alles, was hinten auf der 1er, 2er, 3er Linie kommt, können sie ebenfalls unter Beschuss nehmen. Ferdinand, WZ und Skorpion G könnten hier auf der typischen Heavy Line dafür sorgen, dass da sich keiner großartig nach vorn traut. Und du könntest deinen Panzer hier flexibel einsetzen. Wenn du hier drüben gebraucht wirst, fährst du hier rüber. Ansonsten setzt du deinen Panzer da ein, wo du musst. Hey, da war ein bisschen glücklich. Aber getroffen ist getroffen. Da fragt am Ende keiner nach. Ah, wo ging der denn hin? Der war richtig eingezielt und trotzdem hat er nicht getroffen. Der davor war nicht richtig eingezielt. Und trotzdem... ist schon, hat er da einen Einschlag gehabt. Ist sehr fein. Also manchmal schon ziemlich komisch. LKW-90 wieder offen. Nachladen, nachladen, nachladen. Da ist er schon raus. Okay. Also SDR, nicht SDR, sondern Lorraine 40 Tonnen, bereits 2 Kills gemacht, war trotzdem noch nicht offen. Der steht irgendwo hinten und campt. Kann man auf der Karte auf jeden Fall machen, vor allem wenn man, ja sagen wir mal, außer campen nicht viel anderes kann. Skorpion G kommt nach oben. Kette gezogen und Schaden gemacht. Kann der Progetto da drauf wirken? Das wäre wirklich ideal. VK-101 P nimmt unser Ferdinand raus. Das sieht wirklich nicht gut aus. Skorpion G ist unser erster Kill. Und wir sind bei 3295 Schaden. Also er nutzt hier die Panzerung nicht unbedingt richtig aus. Auch nicht dieses hydraulische Fahrwerk. Da sieht man es mal, wie es hochfährt. Sieht total ungewöhnlich aus, aber es passt halt zu den Schweden, die im Allgemeinen eher ungewöhnliche Panzer haben. So, was können wir jetzt hier machen? Wir könnten entweder über den SDA-1 fahren, also über die Seite. Hier steht aber irgendwo noch eine Lorraine und noch ein bisschen anderes Getier, weil da sind 3 Panzer noch gar nicht offen gewesen, 3 TDs. Oder wir fahren hier unten lang in Richtung Carlevon und VK-100. Der Carlevon ist ein AX. Das heißt, einen sehr guten Reload und einen sehr hohen Alpha-Schaden, das würde wahrscheinlich auch eher schlecht aussehen. Da müssen wir uns eigentlich eher darauf verlassen, dass der Gegner hier nach vorn fährt. Die werden gewinnen wollen, die sind schließlich 3 Panzer vorn. Mal sehen, ob sie da in ihr Verderben laufen. Progetto 46, wie viel HP hat er noch? 1232, ist gut gefahren. Hat 2 Kills. Er wird jetzt aufgefordert, dass er dir hilft. Aber dafür müsste er komplett die Seite wechseln. Ich weiß nicht, ob er das überleben würde. Da kommt was nach vorn gefahren. AMX CDA. 106 HP hat er noch gehabt. Die haben wir erstmal eingesackt. Für uns Kill Nummer 2. 3401 Schaden. Nächster. Carlevon AX. Begibt sich hier in eine, ja... zwei Frontenkonfrontationen. VK-101P schießt er aus der zweiten Reihe, nimmt unseren Skorpion G raus. Und den Kill am Carlevon holt sich der WZ 120. Wird immer fleißig kommuniziert. Ist schön, wenn das funktioniert. Den VK-100 kann man nur zusammen rausnehmen. Allerdings darfst du dir von dem keine fangen.
Denn der hat 400 Alpha-Schaden und das ist ein bisschen zu gefährlich. Lorraine 40 Tonnen, immer noch nicht offen gewesen. Rogelle 46 versucht jetzt hier mit der Brechstange sozusagen. Boah! Die Lorraine war gerade eben noch voll. Das müssen wir nochmal zurück machen. Tut mir leid. Aber das muss sein. Gleich mal zu laut geworden hier. Was soll denn das? Ton. Nö. Okay. Ja, die ist noch voll laut. Und dann mit 593 noch dabei. Die ist da hinten irgendwo runtergesprungen. Eine Waghalsimulation und hat dann mehr als... Alter! Was macht die denn? Hat der Progetto die runtergeschoben? Sah mega geil aus. Richtig gemein. Skorpion versucht da durchzufahren. Weiß nicht, wo wir sind. T-44 kommt gleich von hinten. Gegner von hinten einer drauf. Wir weichen aus. Wunderbar. Herrlich. Wird hier komplett zusammengeschossen. Wir verlieren zwar unser T-44, aber das Skorpion G verabschiedet sich ebenfalls. So, bleibt noch irgendwo ein Aufklärer übrig. Badger 12 Tonnen und VK-101P. Da haben wir den Aufklärer. Prallt ab. Hat eine Autoloaderkanone, prallt nochmal ab. Also Panzerung kann was. Da gibt es nochmal 360 von uns direkt in die Seite. Progetto hat es hinten mit dem VK zu tun. Ah, schwierig, wem helfen wir jetzt? Badge rausnehmen wäre wahrscheinlich interessanter und vor allen Dingen wichtiger. Nochmal 325. Low Roll. Im nächsten Schuss müsste normalerweise raus sein. Ah, kriegen wir keinen Schuss mehr drauf. Jetzt die große Zwickmühle. Boah, der hat noch 1552 AP. Ja, da werden wir leider drüben helfen müssen. Jetzt nichts Unbedachtes machen, da drüben abstürzen, so wie die Lorraine 40 Tonnen. Das wäre eher uninteressant für uns. Und da sehen wir einen fetten Arsch von einem deutschen Panzer Stufe 8. 1700 HP hat der Standard. Und jetzt ist unser Damage Pinata. WZ wird sich dann mit dem Badger 12 Tonnen kümmern. Und wir werden mit dem Progetto zusammen den deutschen schweren Panzer angehen. Also schwerfällige Panzer haben es nicht leicht. Wenn man mit dem Panzer richtig gut umgehen kann, ist Feuerkraft und Bewegung das A und O. Das muss man einfach so sagen. Jawohl, 401, High Roll. Müsste sich der Italiener da ein bisschen zurückziehen. Da gibt es nochmal eine 313 Schaden. Wir sind bei 5753 Schaden. Badget hat es da hinten mit der WZ zu tun. Idealerweise würde ich mich jetzt an deiner Stelle in die Cap stellen und dem Progetto da hinten bei der Badget 12 Tonnen helfen lassen. Denn ich denke, wenn der ordentlich fährt, würde er den WZ ausmanövrieren. Da hat nämlich keinen Turm. Wenn er es richtig anstellt, natürlich nur. Oder wir fahren beide hinter. Ja, ist gar nicht so langsam. Einen guten 50er fährt er trotzdem. Okay, WZ hat es da gut angestellt. Und hat sich die Badger 12 dort gekrallt. Also insgesamt 3 Kills gemacht, 5753 Schaden verabreicht, 340 Schaden geblockt. Ein bisschen mehr war es, glaube ich. Und 1176 Schaden aufgeklärt. Mal gucken, was die Auswertung sagt. Hervorragende Runde. High Kaliber gibt's. Confederate. Da eine ganze Menge Gedöns, ein M ist auch dabei. 1541 Basis XP, Progetto mit 1492 Basis XP bei 4262 Schaden. Also auch richtig gut gefahren. Aber der hat leider keinen Replay hochgeladen, ansonsten würde man das hier sehen. Finde ich schade, hätte mich echt interessiert. Stark, richtig gut gefahren. 9000 Silber machen wir ungefähr plus,
Haben halt keinen Premium-Status, aber das ist nicht schlimm. Und 23 Schüsse abgefeuert, 18 getroffen, 17 durchschlagen. Ist auf jeden Fall okay als Wert. Wir haben sehr viel über die Entfernung gespielt, sieht man da. Fast 2000 Schaden über 300 Meter gemacht. 3,7 Kilometer auf die Kette bekommen. Und mich hätte echt interessiert, wie der da hinten die Lorraine ausgeschalten hat. Die lag auf einmal unten. War total komisch. Ja, 12,5 Minuten. Richtig feines Gefecht. Vielen Dank fürs Einsenden. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann wisst ihr genau Bescheid. Draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder. Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.